So, heute ist Samstag. Klimaanlagen sind drin im Haus installiert. Annabelle Schlafzimmer, unser Schlafzimmer, Büro. Der Anbau geht auch voran. Nachbars hat es endlich mal geschafft, die Klimaanlage wegzunehmen. Hier kommt ja ein Schuppen hin, beziehungsweise eine kleine Garage zum Handwerkeln. Ungefähr bis zu dem Pfeiler hier vorne. Ja, hat jetzt ein bisschen geregnet, deswegen konnte jetzt hier nicht allzu viel passieren. Aber passt schon. Gehen wir mal rein. Die Elektriker haben noch zwei weitere Leitungen gezogen, weil es wird doch ganz schön viel mit PCs und Klima. Da kommt eine Leitung hier vorne in das normale Haus, sag ich mal. Eine in Anbau und eine in Kinchu. Eine Straßenlaterne kommt noch vorne ran an den Pfeiler. Annabelle Zimmer, die hat, da kam heute schon das Bett. Zwei Kommoden bekommt sie, zwei bekommen wir. Die haben wir jetzt erstmal hier reingestellt, weil das Zimmer soweit fertig ist. Klimaanlage hat sie auch. Braucht noch angesteckt werden. Unser Schlafzimmer muss noch ein bisschen was gemacht werden. Da kommt noch eine Steckdose für die Klimaanlage. Kabel liegt schon da. Heute haben wir noch fertig gemalert oben. Das Zimmer müsste auch her. Ja, da ist noch ein bisschen nass, genau, von der Farbe. Da wird das Zimmer jetzt auch fertig sein demnächst. So, hier vorne ist wieso noch nichts passiert, hier im Wohnzimmer. Das ist jetzt gerade mehr Abstellraum für die Handwerker. Hier kommt dann der Kühlschrank hin, wenn wir umziehen, wenn wir einziehen. Waschmaschine ist sogar schon angeschlossen, könnte man schon benutzen. Brauche ich hier ins Küchenschränke, nicht wundern, hier haben wir auch gerade gestrichen, fertig gestrichen. Vor allem die Küche ist schön hell, wenn ich jetzt hier mal Licht anmache. Okay, sieht man jetzt nicht, oder? Ja, sieht man jetzt schlecht. Sieht man schlecht. Müsste man mal abends machen. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5 Lampen. Spüle ist auch schon angeschlossen. Nur der Herd eigentlich noch nicht hier in der Küche. Da fehlt noch die Gasflasche. Und da könnte es eigentlich hier auch. Kann Frauchen hier kochen für uns. So, und hier haben wir auch nochmal gestrichen. Klimaanlage hängt ja auch schon im Büro. Haben wir heute oben fertig gestrichen hier. Ja. Unsere Zockerhöhle, wo Schatzi? Sie, sie, sagt sie. Da sitzt dein Frauchen. Da sitze ich. Da hinten mal kommt ein Esstisch noch hin. Nächste Woche, denke ich mal. Hier vorne, da wird dann unsere Couch hinkommen, hier Fernseher, die Tür kommt raus, die werden wir aushängen. Ja, und nächste Woche geht es hier weiter. Hier geht es dann weiter. Alles sauber machen, grundieren und dann streichen. Ja, und wie es auch gehört, gleich machen wir noch eine Mülltour, bringen den Müll weg, kann man alles entsorgen. Pappe, Styropor, ja, ist schon praktisch, der Pickup einfach drauf und dann weg damit. Frauchen sagt gerade, das wäre was für sie. Damit kann sie nicht umfallen, umkippen. Ich bin eher für sowas. Auch nur noch 150er. Star kenne ich halt gar nicht. Irgendwas hier, weiß ich nicht, woher die Marke kommt. Aber schon hübsch. Sehr hübsch. Da drüben steht auch noch was. Neben den Trockner und Waschmaschinen. Da oben hängt noch was. Dieses gute Stück findet Sandra sehr schön. Das kostet 6,6 Millionen. Das ist hier so das Gängigste, was man so in der Stadt bekommt. Man könnte jetzt natürlich auch direkt zu Honda oder sowas gehen. Da bekommt man dann auch natürlich größere Motorisierung. Aber das, was man hier so in der Stadt zur Verfügung hat erstmal, was gefühlt irgendwie jeder fünfte Laden anbietet, sind halt so Motorräder und in ihrem Geschäft. Ja,
Und die kriegt man dann schon für kleines Geld. Gerade so ein Roller, um von A nach B zu kommen, das ist schon nicht schlecht. Sagen wollte, wenn man jetzt mal ganz genau hinhört. Alles ruhig, es ist Samstagnachmittag, es ist alles ruhig. Oh, haben wir eine schöne Gegend erwischt. Wir waren jetzt auch, wir haben das jetzt mal beobachtet, so die letzten Tage. Das ist hier wirklich schön ruhig. Ja, wenig Verkehr, keine Mucke. Leute alle lieb, freundlich. Alles schick. Wir sind hier glücklich.